Wir sind Josef und Johannes Schreiter. Wir sind beide 36 Jahre alt. Und wir haben vor 2 Jahren das Frankfurter Brett auf den Markt gebracht. Und Johannes hat es vor insgesamt 5 Jahren erfunden. Die Idee kam mir, als ich als Quereinsteiger in die Profiküche gewechselt bin. Und eine meiner ersten Beobachtungen war, dass ein Kollege von mir im Vollstress einen Behälter zwischen sich und den Tisch geklemmt hat, mit seiner Hüfte. Und auf den obersten Rand hat er dann ein Schneidebrett gelegt und hat dort sehr schnell Sachen geschnitten und die einfach so reingefeuert. Das Frankfurter Brett ist im Prinzip ein ganz normales Schneidebrett. Das hat nur die zusätzliche Ebene, dass man da Bügel ausziehen kann. Das heißt, man kann dann Behälter für Abfall und Schnittgut direkt an die Arbeitsfläche anhängen und vom Brett direkt abwerfen. Das heißt, alles, was auf dem Brett direkt passiert, ist extrem ordentlich und strukturiert. Und das macht einen sehr relevanten Unterschied. Wir verkaufen zu 98% im Moment an Privatköche, an Hobbyköche. Einer der großen Nutzen von dem Brett ist, dass es auch nicht gelernten Köchen eine Arbeitsstruktur bereitstellt, die ganz einfach zu nutzen ist. Mittlerweile haben wir hier im Büro 8 Leute beschäftigt. Im letzten Jahr haben wir ungefähr 18.000 Bretter verkauft. Das Frankfurter Brett gibt es in 4 verschiedenen Modellen und jeweils in bis zu 6 verschiedenen Holzsorten. Und dann kommt immer noch die Behälter dazu, die man sich frei zusammenstellen kann und auch so Sachen wie Bügelfarbe oder eine Tablethalterung für Tablets oder Kochbücher. Das Frankfurter Brett ist ein extrem hessisches Produkt. Wir sind beide in Frankfurt geboren. Unser Firmensitz ist jetzt in Offenbach. Wir lassen teilweise unsere Premium-Bretter, die lassen wir auch in Offenbach-Rödermark produzieren. Also man kann sagen, das Frankfurter Brett ist Vollblut-Hesse. Wir haben langfristig das ehrgeizige Ziel, dass das Frankfurter Brett in ziemlich jeder Küche landet. Und dass es quasi ein neuer Klassiker wird.